herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute bei Wer weiß denn sowas? Franziska Kaczmarek gewinnt Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Beatrice Egli und Elton. Das Schlagerduell. Jetzt geht's los. Guten Abend. Das Schlagerduell bei Wer weiß denn sowas? Gute Laune ist garantiert. Sie lernen auch wieder was, das kann ich Ihnen versprechen. Wir haben wieder viele interessante und spannende Fragen für Sie. Unsere beiden Teamkapitäne sind bester Stimmung und bester Laune. Und unsere Gäste sowieso, die sind ja ganz gespannt, was heute hier wieder auf Sie zukommt. Also, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir haben natürlich viel Interessantes wieder für Sie vorbereitet. Unter anderem wollte ich Sie fragen, wussten Sie eigentlich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6... das weltweit meistgebrauchteste Passwort ist. Es ist nicht besonders schwierig, aber kommt weltweit sehr häufig zum Einsatz. Kann man immer mal auf Verdacht versuchen. Ne? So, ich hätte Passwort getippt. Passwort? Das Passwort, das hauptbenutzte Passwort ist. Ja, ja, das meistverwendete Passwort. Nee, dass das Wort Passwort das Passwort ist. Passwort ist das Passwort. Ach so, also das Passwort das Passwort ist. Ja. Nein. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil das auch international funktioniert. Passwort natürlich nur in Deutschland. Aha. Wir schauen jetzt mal auf die Publikumsverteilung. So. Wie haben sich unsere Zuschauer heute verteilt? Wer hat sich für welches Team entschieden? Hinter Bernhard und Franziska sitzen 67 Zuschauer. Wow. Und hinter Elton und Beatrice sind es 52. Yeah. So. Alles gesagt, hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Austragen, Berufe, ist Elton nicht, Neuheit, Straßenverkehr, total genial, Zahlen bitte, im Grünen, typisch deutsch, Trick 17, damals und das Fragezeichen. Franziska und Bernhard beginnen. Ihr habt mehr Zuschauer hinter euch, deswegen dürft ihr die erste Kategorie auswählen. Warst du schon mal in Australien? Leider noch nicht, aber ich möchte unbedingt nach Australien. Sollen wir dann schon mal uns vorbereiten auf die Reise? Ja, warst du denn schon? Ja, aber nur umsteigen. Wenn es eine Frage zum Flughafen ist, ja. Also nur für den Sicherheitsbereich. Was es alles im Duty-Free-Shop genau, gibt. Okay. Bitte die Duty-Free-Frage. Australien. Was empfiehlt die Regionalregierung im australischen Queensland zum Schutz vor aggressiven Flötenvögeln? A. Sich die Ohren zuhalten oder Gehörschutz tragen. B. Helme tragen, auf denen hinten große Augen aufgemalt sind. Oder C. Bei Vögeln in Sicht laut spiel mir das Lied vom Tod pfeifen. Also C würde ich ja schon mal ausschließen. Ja. So, Helme tragen, auf denen hinten große Augen aufgemalt sind. Also, das klingt eigentlich absurd, aber es kann auch so absurd sein, dass es die Antwort ist. Das kann ich ja. Also ich weiß, dass in Indien tragen die Leute, die im Urwald arbeiten, wo es Tiger gibt, Masken, wo hinten Augen und Gesichter sind, damit der Tiger, der nur von hinten angreift, denkt, es wäre von vorne. Gut, der beißt den dann in den Bauch statt den Rücken, aber dass er quasi, um sicherer zu sein. Ah. Und vielleicht ist das da genau dasselbe. Die attackieren die Leute von hinten, weil es geht ja auch um... Und das tut halt nicht so weh. Ja, aber bei mir, Kai, ich spüre dich. Und es geht ja um aggressive Vögel. Genau. Also okay. Deswegen, also ich würde jetzt zu B tendieren. Ich tendiere auch zu B. Wir nehmen B. Ja. Haben aber keine Ahnung. Ja, man kann ja auch richtig raten, das wäre ja auch eine Lösung. Ja. Ja. Und wer keinen Helm zur Hand hat, kann sich die Augen auch so hinten auf den Kopf machen. Hm? Flötenvögel werden in Australien Magpies genannt. In der Brutzeit sind sie besonders aggressiv. Tausende Australier werden jedes Jahr von Magpies angegriffen. Insbesondere attackieren die Vögel vermehrt die empfindlichen Augen.
Deswegen hat die Regionalregierung von Queensland in einem Leitfaden dazu aufgerufen, die Augen mit einer Sonnenbrille zu schützen und Helme zu tragen, auf deren Rückseite große Augen aufgemalt sind. Dadurch werden die Vögel auf die falschen Augen gelenkt und die echten werden geschützt. So, gut gelöst, ja. Die Aufgabe. Ja, erste richtige Antwort, die ersten 500 Euro für euch. Und es geht weiter mit... Ja, können wir gerne mit anfangen. Total genial, liebe ich. Klingt gut. Total genial. Wir starten mal. Total genial, klingt doch gut, oder? Wozu kann Kokosfett verwendet werden? Mhm. A. Pflaster, B. Weichspüler oder C. Brillenpflege? So, gut, schön. Schön, total genial, finde ich das. Total genial. Kokosfett. Also Weichspüler würde ich jetzt einfach mal ausschließen, weil das würde ich wissen. Aber Pflaster als Schutz, so, ne? Du machst du so eine Fettschicht drüber, dass es so abperlt. Ja. Ich bin für Weichspüler. Weichspüler? Ich bin so für Pflaster, komischerweise. Aber Pflaster gleichzeitig machst du es ja erst, fettend machst du erst drauf, wenn du eigentlich so heilen möchtest. Also wenn die Wunde eigentlich schon geschlossen ist. Ne? Na gut, okay, Weichspüler. Komm, wir machen Weichspüler. Du hast einen Weichspüler auf einmal. Du hast doch eben gerade gesagt, Pflaster. Kannst du dich mal auf irgendwas jetzt einigen? Nein, entscheiden ist total schwierig, wenn man die Wahl hat. Stimmt, sonst aber ist es ich glaube auch, Fett als Weichspüler ist das alles... Das, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es Pflaster. Pflaster, oder? Ja, wir okay, wir nehmen A, Pflaster. Es geht ein bisschen hin und her. Ja. Aber Sie haben sich für eine Antwort entschieden, das zählt. Zur Pflege kleinerer Schnitt- oder Schürfwunden kann tatsächlich Kokosfett helfen. Dazu einfach vorsichtig etwas Fett auf die gereinigte Wunde auftragen. Die im Kokosfett enthaltene Laurinsäure wirkt entzündungshemmend und antibiotisch. Sie sorgt zusammen mit weiteren Wirkstoffen für eine schnellere Heilung. Zudem bildet das Fett einen Schutzfilm und legt sich wie ein hauchdünnes Pflaster über die Haut. Sehr gut. Auch bei euch die erste richtige Antwort. Die ersten 500 Euro. Weiter geht's. Nächste Kategorie. 500 Euro. Straßenverkehr? Ja, okay, dann lass Straßenverkehr. Wir nehmen Straßenverkehr. Woran lässt sich erkennen, dass ein Auto hauptsächlich für Kurzstrecken benutzt wird? Och. A. Das Lenkverhalten verschlechtert sich. B. Der Auspuff rostet schneller. Oder C. Die Stoßdämpfer sind stärker abgenutzt. Oh. Hui, da bin ich aber froh, dass ich das nicht genommen habe. Also ich hätte jetzt irgendwas mit Rädern tendiert, aber die gibt's nicht. Ja, die sind, sag mal so, die Räder sind zumindest in der Nähe der Stoßdämpfer. Das wäre natürlich schon mal... Also was soll das denn bedeuten? Kurzstrecke. Also ich sag mal, wenn man immer nur, wie mein Opa, der fährt im Jahr 2000 Kilometer. Das heißt, er fährt immer nur von sich zu Hause zum Einkaufsmarkt. Ja. Das würde ich sagen, so 3 Kilometer ist. Also. Das Lenkverhalten, das heißt, man fährt nur Kurzstrecke, da biegt man öfter ab, weil man durch die Stadt fährt. Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Autobahn fährt man ja so. Also... Aber man kann auch lange Landstraßen fahren, zum Beispiel Schottland oder ja, so. Ja, dann fährt man so. Aber okay. B... Der Auspuff rostet schneller. Also, weil man hat es ja immer nur kurz an und ich weiß nicht warum, aber es könnte was mit dem Auspuff zu tun haben. Also das Problem bei Kurzstrecken ist ja, dass der Motor nicht richtig warm wird. Genau, und deswegen tendiere ich auch zu B. Vielleicht hat er deshalb mehr Feuchtigkeit. Weil Stoßdämpfer finde ich sehr unwahrscheinlich. Es wäre auch eher umgekehrt, dass die bei großen Geschwindigkeiten ist es eher, dass es dann mal vibriert. Ja. Genau. Und das Lenkverhalten, also glaube ich nicht. Ja. Also es rostet ja nicht ein oder rostet es ein, wenn man nicht so oft lenkt. Wir entscheiden uns für B. Und wir werden das jetzt sofort aufklären. Permanentes Fahren auf kurzen Strecken, also alles unter 10 Kilometern, schadet dem Auto in vieler Hinsicht. Denn der Motor erreicht auf kurzen Distanzen meist seine Betriebstemperatur nicht. So kann sich Kraftstoff im Öl sammeln. Auch der Kraftstoffverbrauch ist höher. Außerdem setzt sich Kondenswasser aus dem Motor im Auspuff ab, das bei der geringen Temperatur nicht verdampfen kann. Die Folge? Ein schneller rostender Auspuff als bei Langstreckenfahrzeugen. Richtig. Weitere richtige Antwort. 1.000 Euro.
Finde ich gut. Ja? Trick 17, denk gut. Trick 17. Wo sollte eine Kerze vor dem ersten Anzünden gelagert werden, um ihre Brenndauer zu verlängern? Was weiß das Publikum? A. Auf der Heizung. What? B. Im Tiefkühlfach. Oder C. In der Besteckschublade. Also ich bin jedes Jahr mindestens 2 oder 4 Kerzen machen gegangen als Kind, ne? Mhm. Und ich weiß, umso länger, umso trockener die sind, umso besser, also umso weniger schnell brennen die runter. Also die mussten dann ein Jahr stehen. Das heißt, es braucht länger Zeit, dass die besser werden. Das heißt, Heizung fände ich was Gutes. Und Besteckschublade ist eigentlich, das kommt ja nicht drauf an, sondern das ist einfach, wenn du musst sie lagern. Kerzen musst du lagern, damit sie nicht so schnell runterbrennen. Ich weiß, ich lange. Auf der Heizung würde ich wiederum nicht nehmen. Das wird zu weich. Also du musst ja immer, wenn du sie reingemacht hast, musst du ins kalte Wasser mit der Kerze danach. Also erst jetzt in Wachs, kaltes Wasser abziehen. Das heißt Kälte. Ich tendiere zu B. Das Kälte. Ist kalt. Also Steckschublade. Komm, wir machen. Ja, wollen wir einfach. Ja, wir sind jetzt ganz zielstrebig und sagen B. B. Aber ob es richtig ist? Wir sind ja hier, wer weiß denn sowas? Ja, eben. Damit Kerzen möglichst lange brennen, hilft ein überraschender Tipp. Einfach die Kerzen in eine Tüte stecken und anschließend ins Tiefkühlfach des Kühlschranks legen. Dort sollte die Kerze möglichst lange verbleiben. Optimal ist 1 Monat oder länger. Durch das Einfrosten wird der Alterungsprozess beschleunigt und die Kerze härtet schneller aus. Dies wirkt sich positiv auf die Brenndauer aus. So, auch hier steht bei 1000 Euro. Nächste Frage, nächste Kategorie. Oder hast du was? Also da ich ja auf dem Land groß geworden bin, könnte im Grün ganz nützlich sein. Ja, dann lass uns im Grün nehmen. Wenn du da nicht nur den Herbst verbracht hast, weil da wär's gelb. Wenn der Wiesenboxbart seine Blütenstände schließt, so. Dann A. machen sich die Zugvögel auf den Weg Richtung Süden. Na? B. Sollten die Kartoffeln aus der Erde geholt werden. Siehste? Oder C. Ist es Zeit fürs Mittagessen? Ich denke mal. Also C. Es ist immer Zeit fürs Mittagessen. Es ist immer Zeit fürs Mittagessen. Wenn der Wiesenboxbart seine Blütenstände schließt, das heißt, der hat Blütenstände und die macht er zu. Genau. So, bei der Antwort A und B macht er das nur einmal im Jahr, weil sonst müssten ja jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit alle Vögel nach Süden fliegen. Vielleicht liegt es ja daran, weil er verwelkt. Ja, aber macht er die dann zu? Ich glaube eher, dass der die schützt, deshalb bin ich eher fürs Mittagessen, dass der die mittags zumacht. Ja. Wollt ihr euch denn selber ranwagen oder fragt ihr das Publikum? Möchtest du lieber das Publikum fragen, zur Sicherheit? Pass auf, ich übernehme die Verantwortung. Ich befreie dich. Okay, lehne dich entspannt zurück. Ja. Du hast nichts damit zu tun. Nein, ich bin nicht hier. Ich verantworte C. Nein! Wenn das stimmt, könnte der Wiesenboxbart auch Siesta-Blume heißen. Der Pflanzenforscher Carl von Linné untersuchte Mitte des 18. Jahrhunderts rund 70 Blühpflanzen und stellte fest, dass sie ihre Blüten zu bestimmten Tageszeiten öffnen und schließen. So konkurrieren nicht alle Blumen gleichzeitig um die Aufmerksamkeit von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen. Der zur Familie der Korbblüter gehörende Wiesenboxbart zum Beispiel öffnet seine Blüten um etwa 8 Uhr morgens und schließt sie gegen 12 Uhr mittags. Das war die richtige Antwort, 1500 Euro. Und das ist das Wunderbare an dieser Sendung. Man geht nach der Sendung mit ganz anderen Augen durch die Welt. Ja, ich habe auch noch nie auf die Öffnungszeiten bei Blumen geguckt. Ja? Aber das werde ich zukünftig natürlich tun. Ja? Also, mein Respekt. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Kategorie Isst Elten nicht, ja, weil ich esse das ja nicht. Das heißt, ich weiß es ja wahrscheinlich dann auch nicht. Wahrscheinlich über Gemüsesalat. Es geht irgendwas Gesundes. Ja. Ach komm, wir nehmen es einfach mal. Ja, muss schon sein, finde ich, oder? Die müssen wir haben. Wenn der Wintersalat Chicorée
A. längere Zeit Licht ausgesetzt wird, verfärbt er sich grün. B. in kaltes Wasser gelegt wird, neutralisieren sich die Bitterstoffe. Oder C. gebraten wird, schmeckt er zuckersüß. Boah. Um es gleich vorweg zu sagen, ich liebe Chicorée. Echt? Ja. Als Salat. Entweder liebt man es oder man mag es gar nicht, ne? Lecker. Ich gehöre zu denen, die es nicht mögen. Also wir sind schon zwei, weil du magst es anscheinend auch nicht. Ein bisschen mit so einer leichten süß-sauren Sahnesoße und ein bisschen Apfelsine mit drin. Ja, 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 ist ja schön. Lecker. So. Längere Zeit, Licht aus der auch Walnüsse kann man damit reingeben in den Chicorée-Salat. Also klingt jetzt total lecker. Und vorher legst du es dann grün. Ins Wasser oder nicht? Es kommt darauf an, ob es längere Zeit im Licht ausgesetzt war. Ah, okay. Oder Zeit ob ich es braten möchte. Verfärbt er sich grün, das glaube ich nicht. A, haben wir schon mal weg. A, würde ich ausschließen. So, kaltes Wasser gelegt, neutralisierte Bitterstoffe. Wenn du das wäschst, kann vielleicht sein, aber warum kaltes Wasser? Warum nicht mit im warmen Wasser? Aber das Gleiche, wenn du es anbrätst, warum sollte es zuckersüß werden, nur durchs Anbraten? Wenn ja, weil da Hitze entsteht und durch die Hitze wird in Chicorée vielleicht irgendwas gelöst. Ja. Und das schmeckt dann wiederum süß. Irgendwelche, was weiß ich... Kann ich auch nicht wirklich erklären, was das für so Stoffe denn sein. Aber wenn aber dann eher im warmen Wasser passiert was oder in der Hitze als im kalten, oder? Also hier passiert auf jeden Fall was. Wir nehmen C. Ja, wir nehmen C. Ganz selbstsicher nehmen wir C. Du musst dir das Publikum angucken, wenn Elton antwortet. Das ist lustig. Wenn der einer nicht gleich ruhig ist da hinten, dann schmeiße ich ihn raus. Der gelblich-weiße Chicorée hat einen leicht herben Geschmack, ist aber sehr gesund für den menschlichen Stoffwechsel. Um die Bildung des unerwünschten Bitterstoffs Lactocopicrin zu hemmen, wächst Chicorée abgedeckt unter der Erde oder in dunklen Räumen. Denn werden die Salatrosetten Licht mit UV-Strahlung ausgesetzt, verfärben sich die Blätter grün und werden ebenfalls unangenehm bitter. Also jetzt haben wir mal richtig. Antwort A ist die richtige. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ich glaube, jeder hätte es gewusst. Nicht jeder. Hier gibt es zwei, drei, die sagen nein. Das finde ich auch. Aber die wären nicht aufgestanden. So, es bleibt bei 1000 Euro. Ja, ist auch. Ihr könnt euch jetzt ein Stück absetzen. Berufe, um was geht es denn da genau? Bei Berufe geht es um, wie soll ich es beschreiben? Es geht um Jobs. Um Arbeit. Pass auf, es gibt eine Möglichkeit, wie ich sie am besten erklären kann. Kai, machst du bitte mal Berufe? Wer macht vom sogenannten Daumenuntersatz Gebrauch? Also bei Berufe geht es zum Beispiel darum, dass man wissen will, wer vom sogenannten Daumenuntersatz Gebrauch macht. Ah, so, Masseure, Seeköche oder Seemusiker. Wir wollen doch jetzt was anderes nehmen. Das ist doch die Berufe habe ich gerade benannt. Achso. A, Masseure, B, Köche oder C, Musiker. So, der Daumenuntersatz. Musiker, das würde ich jetzt mal gerade einfach so rübergeben. Hast du das schon mal gehört? Habe ich noch nicht gehört. Ich habe jetzt 3 Jahre Musik studiert. Und der Begriff Daumenuntersatz? Welche Instrumente spielst du, Franziska? Klavier und Gesang. Also Köche glaube ich nicht. Also würde ich jetzt schon mal ausschließen. Warum sollten Köche... Daumen, was ist denn Untersatz? Ich weiß nicht. Ich könnte mir das vorstellen, dass die Masseurinnen vielleicht irgendwie, um mehr Druck auszuüben. Ach, dass sie quasi diese Knochenstelle nehmen anstatt die Vorderstelle oder sowas. Ja. Also quasi das Gelenk. Genau, oder? Aber gibt es nicht Musiker, die sich irgendwie genau, aber das zum ist Zitter kein, spielen? Das ist kein Daumen unter. Obwohl. Ja. Aber am Zitterspieler nicht? Ja, ja, doch. Auf den Daumen oder auf anderen Fingern? Oder auf allen Fingern? Oder am Kopf? Ich weiß es nicht, aber die machen noch. Ja, jetzt, wo du sagst. Aber zählt dann das noch zum Daumen eigentlich? Ja, der Daumen fängt ja da an, wo die Handfläche aufhört, würde ich sagen. Der Daumen beginnt ja hier unten. Stimmt, das ist ja nicht Daumen. Beim Daumenstück. Das wäre alles Daumen. Ich glaube, der Daumenuntersatz ist der Kumpel vom Fingerhut. Erkannt, Moment. Also einer von. Ja, einer von. Aber kann vielleicht auch der Koch vom Daumen, leider finde ich jetzt alles gut. Nee. Sollen wir das Publikum oder fragen, ob das einer ist weiß? Ja, auch das, wenn man die Fingerhaltung... Dass man die untersetzt beim...
Ja. Bei was? Bei welchem Beruf bist du jetzt? Ich könnte das jetzt sowohl bei einem Instrument machen, ich könnte so massieren und ich kann mir auch einen Koch vorstellen, der sagt, ja, ja, das ist gut, ein bisschen rüber noch. Was macht man? Wollt ihr selber oder fragen wir das Publikum? Das Publikum fragen? Ja, komm, lass wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. So, alle Köche, Masseure und Musiker sind gefragt. Sehr gut. Oh, das war durchaus. Das war sofort, super rein. Das war durchaus mit großer Überzeugung. Also ich glaube, ihr dürft berechtigte Hoffnung haben, ja, guten Abend, dass sie es weiß. Hallo. Hallo, ich heiße Kai. Ich heiße Rabea. Rabea, wo kommst du her? Aus Hamburg. Machst du Musik? Nein. Kochst du? Nein. Massierst du? Nein. Okay. Rabea, ich bin gespannt, was du jetzt zur Lösung beizutragen hast. Also ich würde sagen, Masseure. Aus dem Grund, weil ich annehme, dass das hier der Daumenuntersatz ist. Mhm. Und die ja immer so massieren. Also du, ach so, du das glaubst, dass da, also sozusagen, das ist der Daumen, stimmt, und das hier unten ist der Daumenuntersatz, den die ja sehr häufig. Genau. Ah, dass man breiter. Sehr gut. Ja, ja, das ist ein. Also ich weiß es nicht sicher, aber. Das ist, aber ist ein sehr guter Ansatz. Ein sehr guter neuer Ansatz, müssen wir ja auch noch dazu sagen, Rabea. Genau. Ja. Gut, Rabea, dann haben wir das eingeloggt. Hast du jetzt entschieden? Der Daumenuntersatz ist eine Fingertechnik für Pianisten. Eine Tonleiter besteht aus 8 Tönen. Die menschliche Hand hat jedoch nur 5 Finger. Beim Daumenuntersatz wandert der Daumen, nachdem er die erste Taste in einer Tonleiter angespielt hat, unter dem Zeiger- und Mittelfinger hindurch und spielt dort die 4. Taste in der Reihenfolge. Danach folgt erst der Lagenwechsel der Hand, um die restlichen 4 Töne anzuschlagen. Ich verstehe mich. Was hat Klavier? Rabea, also, du bist safe. Alles okay, alles okay. Rabea, dich muss ich jetzt hier mal komplett in Schutz nehmen und außen vor lassen. Alles gut. Du wärst ja eigentlich, hättest du gar nicht in die Situation kommen dürfen, überhaupt hier antworten zu müssen. Das Problem ist nicht du. Wir müssen. Jetzt macht es Klick. Ist das der hier? Ja. Wie lange hast du Klavier studiert? Eine Woche? An welcher Uni? Ich hab halt gar nicht dran gedacht. Ach, ich dachte, das haben wir, das haben wir gemerkt. Als ich das Klavier gesehen hab, ach. Ja, ich glaube, auch wann immer irgendjemand zu dir so macht im Leben, du wirst nie wissen, was er wirklich meint. Also, es bleibt bei 1500 Euro. Hättest du gewusst? Ich hätte nicht ganz, so, aber wir waren auf Musiker. Das ist sehr fair, dass du das sagst. Ja, so, Neuheit. Ja. Neuheit, ja. Welches nützliche Smartphone-Zubehör soll Handwerkern zukünftig das Leben erleichtern? A. Sensor, der die Wand nach Leitungen absucht. B. Detektorlampe, die die Wand nach Schimmel untersucht. Oder C. Feng Shui-Scanner, der die optimale Position von Möbeln ermittelt. Was? Feng Shui-Scanner, der die optimale Position von Möbeln ermittelt. Das wäre ja einfach eine App wahrscheinlich. So, die man runterladen kann. Das finde ich jetzt nicht so. Du machst eine App von deinem Raum und dann wird es gezeigt, wo das gut wäre, wenn das steht. Finde ich, hat der Handwerker nicht viel davon, oder? Also okay, C stellen wir erstmal ein bisschen nach hinten. Sensor, der die Wand nach Leitung absucht. Das ist natürlich. Also solche Lampen. Was kann eine Lampe, warum sollte eine Lampe einen Schimmel finden? Hat das Publikum schon gehört, dass es sowas geben soll? Also ein Zubehör, es ist ja ein Zubehör. Ich weiß nicht, ob das Publikum weiß, weil das ist echt auch, also ob das davon gehört hat. Ja, das würde ich jetzt. Aber wir wissen es ja auch nicht, das ist das Problem. Vielleicht haben wir tatsächlich Glück. Sensor, der die Wand nach Leitung absucht. Ein Sensor, dass du ein Smartphone machst. Naja, damit du nicht in Elektrokabel bohrst. Das heißt, da ist irgendwie magnetisch irgendwas. Ich kann mir alles vorstellen. Komm, wir nehmen. Ich kann mir alles vorstellen. Echt? Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann, der hält eine unfassbare Fantasie. Der kann sich alles vorstellen. Mit dir an seiner Seite kann der Elton sich alles vorstellen. Ja. Oh. Ja. Hi. So, nicht mehr so viel Fragen. Wir brauchen auch. Vielleicht hat das echt einer gelesen oder ist Handwerker und hat das vielleicht sogar schon.
Komm, Publikum. Okay, wow. Wir fragen das Publikum. So, und derjenige, der hier mal rumfragt. Was? Oh. Sie, euer Herr. Und, ja. Das ist aber gemein. Schau dir die Körperspannung an. Die waren noch nicht beim M vom Publikum, da standen die schon. Drei sehr selbstbewusst. Es ist leicht, sagst du? Ja, ja. So, wen möchtet ihr denn nehmen? Ja, du brauchst nicht so weit laufen, nimm den gleich außen, der ist relativ schnell auf. Wahrscheinlich haben die sich eh so ein bisschen abgesprochen. Wie kennt ihr euch? Tag, Abend. Hi, wie heißt du? Andreas. Wo kommst du her, Andreas? Aus Glinde bei Hamburg. Bist du Hamburger? Handwerker meine ich. Ich bin Handwerker. Ja. Du bist aber auch geborener Hamburger? Ja. Ja. Was für ein Handwerk übst du aus? Tischler. Mhm. Und hast du irgendeine Ahnung, was wir da... Ich denke mal, das ist Antwort A. Ja, dann schauen wir doch mal. Wäre ja nützlich, also wenn es das tatsächlich gibt, was du da sagst. Mal schauen. Diese äußerst nützliche Erfindung wurde speziell für Heimwerker konzipiert und ermöglicht ihnen sprichwörtlich in die heimischen Wände zu schauen. Zur Anwendung wird der Sensor einfach an das Smartphone angeschlossen. Der Bildschirm zeigt daraufhin ein Gesamtbild der Wand an. Mit diesen Scans werden im Mauerwerk befindliche Bolzen, Rohre und Leitungen sichtbar, sodass einer unfallfreien Bohrung nichts mehr im Wege steht. Hast du das schon mal gesehen? Oder? Nee. Aber sehr gut gelöst. Glückwunsch. Viel Erfolg noch heute Abend. Und super, oder? Ihr steht bei 1.500 Euro. Ja, wir haben uns für damals entschieden. Damals, als es noch keinen Daumenuntersatz gab. Ich hab, ganz ehrlich, Kai, ich habe überlegt, ob ich was sagen soll, als sie noch nicht Klavier spielte. Aber ich habe es einfach gelassen. Das ist echt, das ist echt gemein. Das ist dass Milch heutzutage pasteurisiert wird, geht zurück auf A. die Brotherstellung während der Französischen Revolution, B. die Weinbestände zu Zeiten Napoleons III. Oder C. einen Blitzeinschlag in einer korsischen Molkerei. Ey, das ist ja abgefahren. Oh Gott. Das wäre jetzt eine gute Publikumsfrage. Nee, das kriegen wir raus. Also ich würde... Wir mögen die Frage auf jeden Fall. Wenn ich noch was sagen darf. Ja, aber natürlich darf ich das auf jeden Fall. Also ich meine, würde ich eigentlich schon mal B ausschließen. Weil Wein, glaube ich, und Milch, ich weiß nicht. Blitzeinschlag. In einer korsischen Molkerei. Also die Brote... Also wenn ich das so lese, würde ich intuitiv erstmal auf A tippen. Was hat der gemacht? Hat der vielleicht im Wein irgendwas abstellt? Wie kommen wir denn aber von Wein jetzt auf Milch? Also ja, das kann eigentlich alles sein. Ich finde die Brotherstellung nur zu früh, weil Brot, das war ja eher eine Krisenzeit. Ah, vielleicht, weil da die Milch lange transportiert werden musste. Also du bist für A. Ja. Und ich habe gar keine Ahnung. Dann folgen wir doch einfach deinem Gefühl. Und ich fühle das mit. Du fühlst das mit? Weißt du, wie ich mich fühle? Ja. Es ist mir egal, wie du dich fühlst. Ich werde dich dabei begleiten. Super. Wir nehmen A wie ahnungslos. Das ist ja eine wissensvermittelnde Sendung hier. Bei der Pasteurisierung werden Lebensmittel kurz auf 60 Grad erhitzt, um Bakterien abzutöten. Bleiben die Lebensmittel gut verschlossen, dringen auch keine neuen Organismen mehr ein. 1864 wurde die Technik vom Chemiker Louis Pasteur entwickelt, nachdem ihn Napoleon III. Beauftragt hatte, zu klären, warum dessen Weinbestände zu Essig wurden. Der Wein wurde damals zu lange offen gelagert. Daraus schlussfolgerte Pasteur, dass die ausgelöste Oxidation die Ausbreitung von verderbenden Bakterien begünstigte. War zu früh. Also, es bleibt bei 1.500 Euro und ihr könnt jetzt in Führung gehen mit einer weiteren richtigen Antwort. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also mit Zahlen habe ich nicht so typisch Deutsch. Bei mir schwierig. Och, sprichst doch auch. Ja. Aber ganz gut. Aber ich will trotzdem fürs Fragezeichen. Sollen die entscheiden, welche wir... An der Entstehung welches Tieres arbeiten Forscher der Harvard University? Was bitte? A. Mammufant. B. Schildsaurier oder C. Säbelzahnleopard.
Was? An der Entstehung welches Tieres arbeiten Forscher? Also die forschen, wie sie das machen können oder welche Tiere sich miteinander verpaaren müssen, damit es sich ergibt? Ich meine, die Schildkröte mit der, keine Ahnung, macht dann den Schildsaurier gemeinsam oder so? Ich habe absolut keine Ahnung, mich lacht C an. Mammufant finde ich komisch. Schildsaurier? Hä? Wie Schildsaurier? Also, das kann dann nur irgendwie C sein. Säbelzahnleopard. Aber Mammufant? Klingt süß, aber hä? Wofür bist du denn, Iris? Also ich würde einfach logisch denken, welche Tiere würde ich miteinander paaren, damit was entsteht? Ja, also ein Säbelzahn oder was? Aber jetzt schau mal, wir haben einen Elefant. Und der soll sich mit dem Giraffen paaren. Da kommt aber noch kein Mammut dran. Fantasien sind freien Lauf gesetzt. Nein, aber ich Ja, aber welche keine Tiere Ahnung sollen denn das sein? Das heißt, ein Mammut mit einem Elefanten. Oder was? Ja. Ja. Eine Schildkröte mit einem Saurier. Ja. Mhm. Ein Säbelzahn mit einem Leopard. Richtig. Komm, wir nehmen C, das ist okay. Meine Damen und Herren, bitte. Wir nehmen jetzt C. Aber es wird ja nicht besser, wenn wir warten. Aber das Einzige, was... Entscheidung, Elton. Das Einzige, was... Ich hab langsam Angst. Alles wird gut, wir schaffen das. Ich weiß noch nicht wie. So, Wir nehmen A. Oh Gott! Okay, wir nehmen A. In schweren Zeiten. Gehört auch dazu. Ne? Gerade ja, in schweren Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. Das ist wie in einer guten Ehe hier bei uns in der Sendung. Ja. Ich möchte jetzt wissen, worum es geht. Vor 4000 Jahren starb das Wollmammut aus. Professor Church von der Harvard University möchte es jetzt wiedererwecken. Mithilfe einer biochemischen Methode lässt sich die DNA gezielt verändern. So sollen Gene des Mammuts in das Erbgut des asiatischen Elefanten eingebracht werden. Dieser ist der nächste heute lebende Verwandte. Das Ergebnis wäre ein Mammufant, also ein Elefant mit Pelz und einigen mammutspezifischen Merkmalen wie kleinen Ohren, einer voluminösen Fettschicht und einem an die Kälte angepassten Stoffwechsel. Mein Mann und Tier! Ich hab. So, damit steht ihr bei. 2000 Euro! So. Wir nehmen jetzt Zahlen bitte. Zahlen bitte? Ja, genau. Pass auf, hinterm Elten sitzen Deutsche, dann nehmen wir Zahlen bitte. Weltweit sind nur rund 40 Menschen bekannt. Oh, das ist A, spannend. die Blutgruppe Rhesus 0 aufweisen. Oh. B, deren Haare. Wir sind schon fertig. Sie hat schon Ja gesagt. Es sind mehrere Leute als 40 auf jeden Fall. Es sind mehr als 40? Also so, aber rund 40? Nee, mehr als 40. Sehr viel mehr als 40? Ich wollte nur sagen, ich habe die Blutgruppe. Ach, du hast die Frage verstanden. Gut, dann mach weiter. Du hast die Blutgruppe? Ja. Ah, sehr gut. Weiter. Du hast Rhesus 0? Mhm. Ach. Guck mal. Ich dachte B. schon, das wär's. Nein, das war's nicht. Okay. Deren B, deren Haare im Regen nicht nass werden können. Na, das ist ja oder geil. C, die einen höheren Intelligenzquotienten als 150 haben. Boah. Weltweit. Weltweit. Weltweit sind nur rund 40 Menschen bekannt. Also das muss ja eine extrem seltene genetische Mutation sein. Also deshalb glaube ich, Rhesus 0, wenn du das hast ja und nicht das weißt, definitiv mehr, dass es nur 39 andere auf der Welt gibt, ja, ist es A schon mal nicht. Genau. So, die einen höheren Intelligenzquotienten als 150 haben, da glaube ich, gibt es mit Sicherheit mehr. Es kann eigentlich nur B sein. Ja, B. Wir nehmen B. Bist du schon mal, warst du Blutspenden oder wieso? Ja. 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 Und da hat man gesagt, oh, guck mal, Rhesus 0. Ja, negativ. Na, dann gucken wir mal. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 167 Millionen weist ein Mensch die Blutgruppe Rhesus 0 auf. Sie gilt als medizinisches Wunder, da sie keine sogenannten Rhesus-Antigene aufweist. Bei einer Bluttransfusion kommt es dadurch nicht zu Abwehrreaktionen mit dem Empfängerblut, egal welche Rhesus-Antikörper der Empfänger aufweist. Daher gilt das Blut als sehr wertvoll.
Weltweit sind jedoch nur rund 40 Menschen mit dieser Blutgruppe bekannt. Der Rhesus Null. Also ich habe mein Ausweis habe ich immer im Portemonnaie. Ja. Ich weiß halt nur nicht, ob die das zwischen positiv und negativ... Ja. Nee, es geht nur um Rhesus Null. Rhesus Null. Heute Abend kennen wir 41. Ja, wir kennen 41. Kann ich sag dir, geh hinten raus, weil vorne warten welche. Mit einer kann ich was von deinem Blut haben? Okay. Es bleibt erstmal bei 1.500 Euro. So. Eine Frage haben wir noch. Aus der Kategorie okay. Typisch deutsch. Die letzte Jawohl. Frage für Elton. So. Und Beatrice. Weshalb stehen in vielen deutschen Kurorten riesige, mit Reisig verfüllte Holzgerüste? A. Um Bienen und Schmetterlinge anzulocken. B. Um Sohle zu Salz zu verarbeiten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute bei Wer weiß denn sowas? Franziska Katzmarek im Team mit Bernhard Hohecker. Und sie spielen gegen Beatrice Egli und Elton, das Schlagerduell. Jetzt geht's los. Guten Abend. Das Schlagerduell bei Wer weiß denn sowas? Gute Laune ist garantiert. Sie lernen auch wieder was, das kann ich Ihnen versprechen. Wir haben wieder viele interessante und spannende Fragen für Sie. Unsere beiden Teamkapitäne sind bester Stimmung und bester Laune. Und unsere Gäste sowieso, die sind ja ganz gespannt, was heute hier wieder auf Sie zukommt. Also, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir haben natürlich viel Interessantes wieder für Sie vorbereitet. Unter anderem wollte ich Sie fragen, wussten Sie eigentlich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6... das weltweit meistgebrauchteste Passwort ist. Es ist nicht besonders schwierig, aber kommt weltweit sehr häufig zum Einsatz. Kann man immer mal auf Verdacht versuchen. Ne? So, ich hätte Passwort getippt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute bei Wer weiß denn sowas? Franziska Katzmarek im Team mit Bernhard Hohecker. Und sie spielen gegen Beatrice Egli und Elton, das Schlagerduell. Jetzt geht's los. Guten Abend. Das Schlagerduell bei Wer weiß denn sowas? Gute Laune ist garantiert. Sie lernen auch wieder was, das kann ich Ihnen versprechen. Wir haben wieder viele interessante und spannende Fragen für Sie. Unsere beiden Teamkapitäne sind bester Stimmung und bester Laune. Und unsere Gäste sowieso, die sind ja ganz gespannt, was heute hier wieder auf Sie zukommt. Also, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir haben natürlich viel Interessantes wieder für Sie vorbereitet. Unter anderem wollte ich Sie fragen, wussten Sie eigentlich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6... das weltweit meistgebrauchteste Passwort ist. Es ist nicht besonders schwierig, aber kommt weltweit sehr häufig zum Einsatz. Kann man immer mal auf Verdacht versuchen. Ne? So, ich hätte Passwort getippt. Passwort? Das Passwort, das hauptbenutzte Passwort ist. Ja, ja, das meistverwendetste Passwort. Nee, dass das Wort Passwort das Passwort ist. Passwort ist das Passwort. Ach so, also das Passwort das Passwort ist. Ja. Nein. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil das auch international funktioniert. Passwort natürlich nur in Deutschland. Aha. Wir schauen jetzt mal auf die Publikumsverteilung. So. Wie haben sich unsere Zuschauer heute verteilt? Wer hat sich für welches Team entschieden? Hinter Bernhard und Franziska sitzen 67 Zuschauer. Wow. Und hinter Elton und Beatrice sind es 52. Yeah. So. Alles gesagt, hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Austragen, Berufe, ist Elton nicht, Neuheit, Straßenverkehr, total genial, Zahlen bitte, im Grünen, typisch deutsch, Trick 17, damals und das Fragezeichen. Franziska und Bernhard beginnen. Ihr habt mehr Zuschauer hinter euch, deswegen dürft ihr die erste Kategorie auswählen. Warst du schon mal in Australien?
Leider noch nicht, aber ich möchte unbedingt nach Australien. Sollen wir dann schon mal uns vorbereiten auf die Reise? Ja, warst du denn schon? Ja, aber nur umsteigen. Wenn es eine Frage zum Flughafen ist, ja. Also nur für den Sicherheitsbereich. Was es alles im Duty-Free-Shop gibt. Okay. Bitte die Duty-Free-Frage. Australien. Was empfiehlt die Regionalregierung im australischen Queensland zum Schutz vor aggressiven Flötenvögeln? A. Sich die Ohren zuhalten oder Gehörschutz tragen. B. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Das Schlagerduell heute bei Wer weiß denn sowas? Franziska Kaczmarek ist bei uns zu Gast. 10 Jahre Sommergefühl, ein Abenteuer. Und Beatrice Egli. Beatrice Egli und Elton spielen zusammen. Sie sehen die Ausgangslage. 1.500 Euro haben Franziska und Bernhard erspielt. 2.500 Beatrice und Elton. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. In welcher Stadt gibt es ein rotes Schloss, ein gelbes Schloss und ein grünes Schloss? A. In Dresden. B. In Würzburg oder C. in Weimar. Hätten Sie es gewusst? Weißt du es jetzt? Nicht gewusst. So, wir schauen mal, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Franziska haben gesetzt. Alles! Wow. Yeah. Elton und Beatrice haben gesetzt. 501 Euro. Oh. Der Elton hat heute mal den Bernhard gemacht. Ja. Ah. So, auf welche Antwort habt ihr gesetzt, getippt? Bernhard und Franziska haben getippt auf Antwort B, Würzburg. Elton und Beatrice haben getippt auf. Das war 2 Sekunden vor Ende C, auch auf B, ehrlich gesagt. Ihr wart auch erst auf B? Ja, dann hat er 1 Sekunde vor Schluss noch mal auf C gedrückt. Dann habe ich mir gedacht, ey, Würzburg ist kein Schloss. Geh mal auf Weimar. Ja. Aber natürlich... Also das rote Schloss, das gelbe Schloss, das grüne Schloss. Ja, aber es ist manchmal hinten, hat sich einer gefreut. Noch nie gehört? Nee. Ich habe auch die Städte, sind mir völlig unbekannt. Das grüne Schloss, das ist die Anna-Amalia-Bibliothek. Das Weimar. Das gelbe Schloss ist ein Barockgebäude aus dem Jahr 1704. Das ist auch Weimar. Und das rote Schloss von 1576 war der Witwensitz von Herzogin Dorothea Susanne, als dieses ist es gebaut worden. Und das rote Schloss, das gelbe Schloss und das grüne Schloss stehen in? Weimar. Weimar! Für jeden von euch 57,71 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ist ja laut bei euch. Ja. Da muss man sich ja die Ohren zuhalten. Ja. Meine Damen und Herren, Franziska, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Ja, Bernhard, danke. Vielen Dank. Meine Damen und Herren zu Hause, auch den 3 App-Gewinnern herzlichen Glückwunsch zu jeweils 57,71 Euro. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch hier im Ersten. Tschüss.